Kameliden sind interessante Tiere. Wir meinen, dass sie exotisch sind, obwohl sie doch mit Menschen Jahrtausende zusammenarbeiten. Sie sind fast wie Schafe und Kühe in ihren Ländern. Teilweise wird das ja bei uns so als Tiere wahrgenommen, die Wildtiere sind. Das stimmt natürlich gar nicht. Das sind Haustiere, die sind bloß in einem anderen Teil der Welt domestiziert worden. Heißt also, die sind genauso lang domestiziert wie unsere Schafe, Ziegen, Pferde, teilweise sogar noch länger. Aber wir haben erst in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren, dass es da eine ziemlich starke Zunahme in Mitteleuropa gibt. Und Variabilität ist ja groß. Gestern haben wir sehr viel über Genetik und über Zucht und über Vererbung gesprochen. Das sind natürlich teilweise relativ wissenschaftliche Themen. Aber heute haben wir auch klinische Themen, also etwas über Erkrankungen, etwas über Parasiten. Es wird heute Nachmittag was über Ernährung geben. Also das ist schon was, wo gerade die Halter und Züchter auch viel mitnehmen können und natürlich die Tierärztinnen und Tierärzte auch. Ja, wir haben das große Glück, dass wir internationale Experten im Bereich Schafe, Ziegen, aber auch Neuweltkameliten hier haben. Da war die Idee, was können wir den Menschen im Territorium noch bieten, in der Provinz? Da haben wir gedacht, wir machen einen Züchtertag. Das haben wir am Samstag gemacht. Der ist sehr gut angenommen worden. Die Leute konnten jetzt Referenten aus aller Welt hören. Und ich glaube, dass das sehr gut für die ist, die in Südtirol Neuweltkameliten halten.